Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es wieder neue Infos und zwar können wir wieder kostenlose V-Bucks bekommen. In letzter Zeit gibt ja Epic Games relativ viel von solchen Events raus. Wir hatten ja letztens den Summer Smash Cup, wo man einen kostenlosen Skin freischalten konnte. Dann ist nächstes Wochenende noch der PlayStation Cup. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr gerne auschecken. Falls ihr eine PlayStation habt, könnt ihr da dann auch einen kostenlosen Skin bekommen. Und heute, beziehungsweise diese Woche, haben wir die Chance auf kostenlose V-Bucks. Zwar nicht viel, dafür relativ leicht verdiente V-Bucks. Das Ganze steht auch schon in Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir schauen uns das gleich an. Allerdings, bevor wir das tun, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut natürlich gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute die Solo Hype Night Stream und ansonsten ist heute Nachmittag bzw. heute Abend dann auch noch hier das Übungsturnier für Suchen und Zerstören von 17 bis 20 bis 21 Uhr. Ich habe keine Mates eben halt, mit denen ich das spielen könnte. Nicht genug Mates, weil man eben 6 Mates bräuchte und deshalb werde ich das wahrscheinlich eher nicht spielen. Vielleicht werde ich morgen versuchen, irgendwelche Mates zu finden. Mal schauen, aber heute definitiv eher die Solo-Hype-Night. Bei dem Übungsturnier geht es hier auch tatsächlich nur um eine Übung, wie es der Name schon sagt, noch kein Preisgeld. Aber ich denke mal, dann in der Woche oder nächstes Wochenende werden dann auch richtige Turniere da drin stattfinden. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass da so ein bisschen mehr mitgemacht wird mit diesem Event. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu dem Blogpost von Fortnite. Und das Ganze nennt sich Liebe und Krieg Community Creator Wettstreit. Liebe und Krieg ist ja das Event, was jetzt 2 Wochen lang in Fortnite geht bis zur nächsten Season. Und bei dem Turnier kann man sich im Prinzip in ein Team stellen und das unterstützen. In Europa machen da einmal Franzosen mit, die Deutschen, Spanier, Italien und Polen. Aus den Ländern sind Creator vertreten, bei denen man dann ins Team im Prinzip gehen kann. Immer 4 Leute, 4 Creator pro Land. Bei uns sind es beispielsweise Camo, Hey Stan, iCrimex und StandardSkill. Und in jedes Team können 5000 Mitglieder, das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall beeilen, wenn ihr in irgendein deutsches Team wollt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt noch einmal weiter. Und zwar zur Seite hiervon. Diesen Post könnt ihr auch ganz easy über die Neuigkeiten der Website von Epic Games aufrufen. Ich denke mal, ich werde ihn auch unter dem Video verlinken. Und hier hat man auf jeden Fall eine Auswahl, welches Team man will. Verschiedenste gibt es, also eben halt die ganzen aus den verschiedenen Ländern gibt es hier und denen kann man im Prinzip beitreten. Tatsächlich sind auch schon einige hier, glaube ich, komplett voll. Also sonst würde ich hier, glaube ich, nicht follow stehen. Also ich denke mal, StandardSkill ist beispielsweise schon voll, iCrimex ist voll. Allerdings könnt ihr noch Camo beitreten und Hey Stan aus Deutschland. Und dafür müssen wir uns jetzt einmal kurz einloggen. Ich hoffe, man sieht keine Anmeldedaten. Ah ne, ich bin sogar direkt drin. 65 Punkte habe ich schon verdient und das funktioniert immer über Punkte wirklich. Stan ist zum Beispiel zurzeit auf Platz 15. Ich hoffe natürlich, das geht noch etwas höher. Und man verdient eben halt pro gespielte Minute 1 Punkt. Das heißt, wenn man eine Stunde spielt, bekommt man 60 Punkte. Wenn man einen Kill macht, bekommt man 20 Punkte und der erste Platz bringt nochmal 100 Punkte. Und so sammelt man eben halt als Team die ganzen Punkte zusammen und muss versuchen, unter den besten 3 zu sein. Denn der erste Platz bekommt 500 V-Bucks, der zweite 400 und der dritte 300 V-Bucks für jedes einzelne Mitglied in dem von dem Creator. Und die erste Aufgabe, die man hier auch machen kann, ist spiele 3 Solo- oder Arena-Matches und dann kann man eben halt nochmal zusätzlich Punkte verdienen. Also hier steht zwar 1000 Punkte verdient, aber ich denke mal, es soll einfach heißen, dass man damit dann 1000 Punkte verdienen kann. Ich denke mal, das geht sogar nur noch bis heute.
Und danach werden wahrscheinlich noch viele weitere Aufgaben kommen, womit man dann nochmal zusätzlich Punkte verdienen kann. Ist auf jeden Fall eine leicht verdiente Sache. Ich hoffe, ihr kommt natürlich auch in zum Hey Stan Creator. Und dann hoffe ich natürlich, dass sie die ganzen Punkte zusammensammeln. Zurzeit sieht es immer noch nicht ganz so gut aus. Der erste hat ihm mal 2 Millionen. Standard-Skill hat 1,4 Millionen. Kamus auch höher. Aber das ist egal. Man hat ja bis zum nächsten Wochenende irgendwie Zeit. Ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und wir sind sogar auf Platz 3 in Deutschland. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es sind deutlich mehr Spieler, die in Deutschland das Ganze machen. Das sind auf jeden Fall die Informationen hierzu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut natürlich gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Dort werden wir, wie gesagt, heute Abend die Soul Hype Night streamen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.